sind hier in der Hochschule Neum in der Küche von der Mensa. Ich bin der Küchenleiter hier und diese Woche haben wir internationale Dessertwoche. Die Studenten reichen von ihren Ländern Rezeptvorschläge ein und ich gucke, was ich hier so nebenher noch umsetzen kann. Also Ziel ist es, dass die ausländischen Studenten sich mit irgendeinem Nachtisch mal für kurze Zeit mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Also heute gibt es den finnischen Blaubeerkuchen. Der besteht aus einem Mürbteig, einer Heidelbeerfüllung und obendrauf nochmal Mürbteig und viel Zimtzucker. Für mich ist es immer spannend, ob ich die Dessert dann auch tatsächlich so hinbekomme. Mal so gut wie Oma in Finnland den Kuchen mache ich heute bestimmt nicht, aber ich gebe mein Bestes immer.